einigen Wochen beim Studentenheim Linked Living beschäftigt und haben einige Wände hier zur Verfügung gestellt bekommen, die wir gestalten durften. Ja, und wir hoffen, dass wir halt für die Studenten hier eben einen gewissen urbanen Flair, ein bisschen Atmosphäre halt in diese Räumlichkeiten reinbracht haben, dass man sich halt auch als Student hier auf jeden Fall wohlfühlen kann. Also wir haben dieses Projekt gemeinsam mit Emanuel Jesse gemacht und es war für uns auch das erste Mal, dass wir wirklich an so einem Großprojekt teilhaben durften, dass wir wirklich von Anfang an in der Baustelle quasi aktiv waren, dass wir von Anfang an irgendwie den ganzen Prozess hier mitgekriegt haben. Hauptpunkt bei unserer grafischen Gestaltung war das Thema Vernetzung und was auch Thema, denke ich, des Gebäudes ist. Und das wollten wir auch auf den Wänden unserer Kunstflächen widerspiegeln. Ein anderes sehr zeitaufwendiges Projekt auch, oder zumindest intensives Projekt da im Haus, ist jetzt eben die Nummerierung von den ganzen Stockwerken. Und da haben wir auch viel hin und her überlegt, wie wir das machen sollen, haben uns Schriften rausgesucht, welche Zahlen repräsentieren das am besten, welche sind am interessantesten zum Anschauen. Und jetzt haben wir uns einfach darauf geeinigt, dass wir in jedem Stock eine andere Typografie verwenden und auch eine ganz andere Farbe. Bei jeder Wand und in jedem Raum ein bisschen was Eigenes gemacht, dass wir auch zeigen, wie facettenreich das Gebäude ist und dass quasi in jedem Raum einfach eine andere Stimmung ist, sodass sich halt auch der Student irgendwie selbst seinen Raum aussuchen kann, wo er sich einfach am wohlsten fühlt.